Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit der 25. Folge von Barlo spielt Warlords of Draenor. Ein paar Sachen muss ich zusammenfassen, bevor ich mich euren Fragen und Antworten widme. Damit das heute nicht zu lang wird, werde ich ansonsten keine weiteren Quests oder sowas machen. Ich habe Pepe auf dem Kopf. Pepe sitzt zumindest in der Horde-Garnison immer auf diesem Baum hier vorne links. Kann man anklicken und hat ihn eine Stunde lang auf dem Kopf sitzen. Ich finde, das sieht recht lustig aus. Ich habe mir Transmog-Gear gefarmt. Ich wollte dieses Set hier haben. Das ist das Gronstalker-Set in der PvP-Variante. Also Gladiator Season 3 war das. Es gibt es auch noch in einem etwas helleren Braunton, aber ich fand den eigentlich ganz schön. Aber vielleicht werde ich mir auch noch den dunkleren, den helleren Braunton versuchen zu besorgen. Dafür muss ich aber durch Sunwell, Black Temple und Mount Hydral. Allen drei Instanzen droppen ein paar Teile davon. Ich habe schon einen Bogen gefunden, der mir sehr gefällt. Der ist aus Sunwell. Und passt auch eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich werde mir aber noch versuchen, im Black Temple den Bogen von Illidan zu besorgen. Aber das geht ja nur einmal pro Woche. Diesen ID-Lockout gibt es ja auch weiterhin. Ich glaube, die haben die Boss-Drops, das Loot haben sie, glaube ich, gesenkt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber, naja, so schlimm ist es auch nicht. 10 Gold, glaube ich, gibt es pro Boss. Ich meine, das wäre vorher mehr gewesen. Eure Fragen und vieles bezog sich natürlich darauf, auf den Mausbug, über den ich berichtet habe. Ich habe immer noch keine Lösung gefunden. Ein paar von euch haben Tipps gegeben, aber es hat nichts geholfen bisher. Daniel schreibt, wann genau muss man so wild rumklicken im PvE oder PvP? Man muss nicht so wild rumklicken, wie ich das gerade in dem Video gemacht habe, wo ich halt die ganze Zeit nur den Klick gespammt habe. Aber wenn man sich bewegt, dann bewegt man sich normalerweise meistens mit der Maus, indem man die Maus rechts klickt und gedrückt hält. Und wenn man das halt regelmäßig tut, dann passiert es halt irgendwann, dass die Kamera springt und im PvP ist das nervig. Ich habe diese Rüstung hier habe ich über PvP gefarmt am Wochenende. Übrigens da ein kleiner Tipp an euch, da hat sich eine Menge geändert in der Art und Weise, wie die Punkte verteilt werden. Also Ehrenpunkte gibt es auch weiterhin für BGs und mehr, wenn man das BG gewinnt. Aber es gibt eine Kiste, wenn man den BG gewinnt, den BG, das BG, wie auch immer, ihr wisst, was ich gemeint habe. Eine Kiste und die kann zum einen das blaue PvP-Gear enthalten. Das wird hochskaliert auf 675, es sei denn, es ist kriegsgeschmiedet, dann wird es hochgescaled auf 681. Das an sich ist schon mal ganz okay für HC-Instanzen. Hat 620er Equipment oder Item-Level basismäßig und 626, wenn es kriegsgeschmiedet ist. Nebenbei gibt es für einen Sieg aber 50 Eroberungspunkte. Und das Cap für Eroberungspunkte wird wöchentlich erhöht, auch wenn ihr es letzte Woche nicht voll gemacht habt. Das heißt, man kann BGs machen, um sich Eroberungspunkte zu holen. Warum ist das gut und wichtig? Naja, zum einen für PvP-G, wenn ihr das irgendwann machen wollt, dann müsst ihr nicht unbedingt irgendwelche Arena-Gruppen bilden, falls ihr lieber in random BGs spielt, also nicht gerateten, nicht gewerteten Schlachtfeldern. Aber es gibt halt auch 660er Item-Level-Epics und die sind sogar fürs PvE sehr, sehr tauglich. Ich habe zum Beispiel im Moment, obwohl ich noch kein PvP gemacht habe mit dem Char, vorher, in den Wochen davor, ein Cap von, glaube ich, 2700 Punkten und 2250 bräuchte ich für eine Hose, die tatsächlich für mein PvE eine Verbesserung wäre. Das heißt, wenn man mal so ein bisschen mit Freunden ein paar BGs machen will, ist das vielleicht durchaus eine Option für euch, falls ihr noch das ein oder andere Epic daraus gebrauchen könnt. Xunschein, soll wohl Sunshine heißen, schreibt, kleiner Tipp, probier mal Elfui. Nein, nein, nein und nochmal nein. Ich will doch kein, ich habe das doch schon ein paar Mal gesagt, ich will doch gar kein komplettes UI von irgendwem anderen haben. Ich habe auch erklärt, warum. Weil dort immer irgendetwas so ist, wie es mir nicht gefällt und es immer unglaublich schwierig ist, das zu ändern. Und das trifft für alle UIs zu, die es als fertige Compilation gibt. Mir gefällt meins besser als jede Variante davon. Es gibt bei denen zum Teil einzelne Sachen, die ziemlich cool sind. Irgendwelche Buff-Geschichten an der Map zum Beispiel ich glaube, das ist bei Elfui oder ist das bei Tukui, keine Ahnung. Fast jedes von denen hat irgendeine Kleinigkeit, die richtig cool ist, die mir gefällt. Louis zum Beispiel hat an den Seiten so aufklappbare Bars, die ich richtig nett finde. Die sind cool gemacht, aber deswegen würde ich mir nicht dieses Ding installieren. Ich bin mit meinem mittlerweile sehr, sehr, sehr zufrieden. Es gibt nur noch winzige Kleinigkeiten, die ich daran ändern möchte. Allen voran Raid-Boss-Frames für Pitbull. Wofür es ein Skript gibt, dass man in, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene, ich weiß es gar nicht genau, Dateien copy und paste muss. Und bei sowas habe ich immer die Sorge, dass ich mir damit irgendwas unwiederbringlich versaue und im Zweifelsfall die ganzen Settings neu einstellen muss, die ich gemacht habe, um das so hinzubekommen, wie es jetzt aussieht.
So, das ist alles noch zum Mausmark. Auf welchem Realm bist du? Auf BlackRock spiele ich. BlackRock offensichtlich Horde, ne, da ich ein Ork bin. Ganz, ganz viele mit dem. Ihr seid viele mit dem Mausbug. Jimmy Top hat noch eine Frage gestellt, die ich beantworten möchte, weil ich glaube, es ist eine Frage, die sich sehr, sehr viele stellen. Und zwar, welche Garni-Gebäude hast du und warum hast du sie? Und ich kann dir erstmal zeigen, welche ich habe. Fangen wir bei den großen an. So, dazu gehe ich hier zum Tisch. Fangen wir bei den großen an. Ich habe die Barracks. Ich weiß nicht genau, wie sie auf Deutsch heißen, aber ihr seht hier, wie das Symbol aussieht. Könnt ihr euch dann ausmalen. Das ist das Gebäude, das euch zum einen Patrol-Missions gibt. Zum zweiten die Möglichkeit, einen Follower mitzunehmen, wenn ihr irgendwo in Draenor unterwegs seid. Und zum dritten auf Level 3 die Möglichkeit gibt, 5 weitere aktive Follower zu haben. Letzteres fand ich ganz cool, bin mir aber nicht sicher, ob es mir überhaupt was bringt, weil ich immer noch nicht verstanden habe und immer noch keine wirkliche Info dazu gefunden habe, wann und wie Missionen generiert werden. Ob zum Beispiel die Patrouillenmissionen zusätzlich zu allen anderen möglichen Missionen generiert werden oder ob das Spiel pro Tag x Missionen generiert und nimmt die aus allen verfügbaren Missionen. Sprich, dass Patrouillenmissionen möglicherweise schlechter für mich sind. Oder vor allen Dingen die Missionen aus dem Inn schlechter sind, weil die eben nur Gold geben und es bessere Dinge gibt, die man von Missionen bekommen kann. Das fängt an bei Equipment, geht weiter über die legendären Steinchen und so weiter und so fort. Also möglicherweise mülle ich mir gerade mit schlechten Missionen das zu, was ich bekommen könnte. Das weiß ich alles noch nicht. Ich hoffe, ich finde da irgendwann mal wirklich gute Infos zu, wie diese Missionen generiert werden, woraus diese Missionen gezogen werden. Dann habe ich noch die War Mill, die ich mir eigentlich hauptsächlich gebaut habe, sehr früh gebaut habe, weil sie die Chance erhöht, dass Questbelohnungen statt normale Qualität eine höhere haben, sprich Rare oder Epic. Beim Questen fand ich das ziemlich cool, weil ich somit nach Abschluss von Nagrand schon das Item-Level hatte, um in HC-Instanzen zu gehen. Mittlerweile ist das nicht mehr so wichtig, weil es einfach keine Quests mehr gibt, die entsprechende Belohnungen haben und das auf viele andere Dinge nicht funktioniert. Es gibt kein besseres Raid-Loot, es gibt kein besseres Equipment von Missionen und so weiter und so fort. Aber ich habe es trotzdem noch, weil ich Garnisonsressourcen in eine Work-Order packen kann und dort Verbesserungen bekommen kann für die Follower. Und das ist zurzeit das größte Problem, was ich habe, dass meine Follower noch nicht alle Item Level 645 oder höher haben. Und deshalb versuche ich jede Möglichkeit zu nutzen, um ihnen das bessere Equipment zu geben. Denn es gibt gelegentlich die 645er Item Level High Maul Raid Mission. Bald wird es auch noch andere geben. Immer zu den entsprechenden Raids, die gerade existieren. Und die haben eine Item Level Anforderung von 645 und 6 Abilities, die gekontert werden müssen. Und da möchte man natürlich versuchen, möglichst viele Follower auf 645 zu bringen, damit man möglichst viele Abilities, am besten alle, kontern kann. Die anderen habe ich allesamt noch nie gebaut. Ich habe weder den Goblin Workshop gebaut, noch die Spirit Lodge, noch die Stables gebaut. Ich weiß, dass es viele gibt, die die Ställe gebaut haben. Wären meine Follower alle auf 645 oder höher Item Level, dann würde ich, glaube ich, die Warmill abreißen und mir irgendwas anderes hinbauen. Ich wünschte, ich könnte ein mittleres Gebäude in einen großen Slot reinsetzen. Das geht leider nicht, denn, da kommen wir zu den mittleren, da gibt es viele interessante. Die Taverne ist deshalb interessant. Zum einen gibt es Quests, die teilweise gute Belohnungen haben. Zum zweiten kann man jede Woche einen Follower rekrutieren. Und das ist ganz gut, weil man dort aussuchen kann, was man bei dem haben möchte. Ich habe mir zum Beispiel welche genommen, die Scavenger haben, die also mehr Garnisonsressourcen wiederbringen von den entsprechenden Missionen, und zwei weitere, die Epic Mount als Eigenschaft haben, mit denen Missionszeiten halbiert werden. Dann habe ich noch den Trading Post gebaut. Zum einen, weil ich ein Auktionshaus in meiner Garnison haben wollte. Allerdings sind die Materialien fürs Auktionshaus so ätzend zu bekommen oder alternativ so teuer im AH, sie sind handelbar, dass ich das bisher nicht nur noch nicht fertig habe, sondern es nicht mal ansatzweise in Aussicht steht. Ein paar kommen aus dem PvP, ein paar kommen von Dungeons und Raids, also die sind im Moment nicht gut zu bekommen, nicht leicht zu bekommen, nicht schnell zu bekommen und im AH extrem teuer. Alle anderen sind gute und interessante Alternativen. Die Barn, die Scheune, gibt euch zum einen Zugang zu dem größten Festmahl, das es gibt, aber vor allen Dingen auf Level 3 die Möglichkeit,
an das Savage Blood, an dieses Blutcrafting-Material ranzukommen. Und das ist handelbar und sehr teuer. Bei uns auf dem Server, ich habe nicht den aktuellen Preis geguckt, vor ein paar Tagen stand es noch bei 2.500 Gold das Stück. Bald wird es vermutlich sinken auf 2.000 oder 1.500, weil viele sich genau aus diesem Grunde genau das Gebäude bauen. Und man braucht alleine zum Upgraden von einem 640er Rüstungs-Item auf, ich glaube 650 oder 55 ist es dann, braucht man glaube ich 15 Stück davon und andere Materialien noch. Und deshalb sind die Dinger auch zurzeit unendlich teuer und lohnen sich in den wenigsten Fällen zu kaufen, zu bauen, wie auch immer. Gladiator Sanctum ist das PvP-Gebäude, das habe ich nicht gebaut. Wer ist der Drunken hat es gebaut? Da kann ich euch nicht genau sagen, ob das dolle ist oder nicht. Und die Lumbermill, also das Sägewerk, hilft euch zu mehr Garnisonsressourcen, in erster Linie mal. Was für mich im Moment nicht mehr so wichtig ist. Zum einen bekomme ich das durch den Trading Post auch, dort kann ich Sachen in Garnisonsressourcen tauschen. Und zum zweiten, wenn man erstmal alle Gebäude aufgewertet hat und ein paar Follower mit diesem Scavenger-Trade hat, dann ist das kein großes Problem. Bei den Kleinen bin ich mir völlig unschlüssig. Ich habe die beiden gebaut, die zu meinem Beruf passen und das oder zu meinem Beruf-Fan passen. Das ist Alchemie und Juwelenschleifen. Allerdings, so richtig bin ich mir nicht sicher, ob das irgendwie eine tolle Idee war. Ich bekomme dort ein bisschen mehr von den Materialien, die ich für jeweils die High-End-Geschichten brauche, die ich dort bauen kann. Aber gerade beim Alchemielabor ist das irgendwie sehr, sehr mittelprächtig, möchte ich mal sagen. Da habe ich auch noch keinen Follower drin. Hätte ich einen Follower drin, der Level 100 hat, bekäme ich doppelt so viel von den Work-Orders. Aber bei dem Alchemie-Ding, ich weiß es nicht. Ich habe Flask satt, um sie zu benutzen, um sie zu verkaufen. Lohnt es sich eigentlich kaum, weil die Flask-Preise so niedrig sind, verglichen mit dem, was man braucht, um sie herzustellen, dass man damit keine wirkliche große Gewinnspanne hätte. Das einzige kleine Gebäude, was ich auf jeden Fall mehr oder weniger uneingeschränkt empfehlen kann, nicht nur mehr oder weniger, was ich uneingeschränkt empfehlen kann, ist die Wiederverwertung des Salvage Yard. Denn dort gibt es Upgrades für die Follower und das ist essentiell, um die höhere Mission mit denen machen zu können. Und es gibt gelegentlich Epics in den Kisten, die man bekommen kann. Zwei Stück hatte ich bisher auf zwei Charts zusammen, die das Ding auf Level 3 haben. Andere hatten noch keins, andere hatten 3 oder 4. Und Storehouse wäre halt eine Bank in der eigenen Garnison. Ich bin am Überlegen, ob ich das machen soll, einfach nur so aus Bequemlichkeitsgründen, damit ich nicht immer zur Bank nach Ashran muss. Wenn ich Aha und Bank in meiner Garnison hätte, dann könnte ich wieder mein Aha den ganzen Tag scannen und dort Sachen versuchen zu verkaufen, aber das habe ich bisher noch gar nicht gemacht. So viel dazu. Noch eine Frage von Nice One. Barlow, ich weiß nicht, ob schon jemand angesprochen hat, aber ich habe ein Problem mit dem Garrison Mission Manager oder dem Masterplan Addon für die Garni. Jedenfalls kann ich keine Level 100 Anhänger epische Missionen einteilen über die Knöpfe, die durchs Addon hinzukommen. Gibt es da ein Setting, das ich noch nicht gefunden habe? Ich glaube nicht, aber ich erklär dir, warum das so ist. Ich muss mal gerade gucken, ob ich entsprechende Missionen habe, wo mir nichts angezeigt wird. Na, die kann ich mal machen. Da habe ich direkt einen Follower mit Epic Mount, der 100% gibt und dann ist er nur noch halb so lang. So. Die kann ich auch machen. Hat auch 100%. Welche Kombi nehme ich? Ist völlig egal. So. Jetzt siehst du hier kein Icon. Ich kann dir sagen, warum das so ist. Es gibt Bonus-XP für die Mission. Und wenn ich jetzt hier auf die Follower gehe, sind nur noch Follower übrig, die episch sind. Epische Follower haben nichts mehr von XP. Deswegen lässt er diese Buttons leer, weil er sagt, naja, du könntest da einen reinsetzen, aber er hat vom Bonus nichts. In Klammern, warte doch lieber, bis jemand da ist, der vom Bonus was hat. Eigentlich ein schlaues Ding. Ich könnte ihn hier trotzdem reinsetzen, oder sie hier, und käme auf eine 75%ige Chance, den Bonus abzugreifen. Das ist der Grund, warum die Dinger nicht angezeigt werden in den Buttons. So, haben wir noch weitere Kommentare oder Fragen? Ja, da gibt es wieder ein paar Kommentare zu meiner Maus. Wenn du Windows 8 hast, ja, ich weiß, ist es leider nicht. Ich habe nicht Windows 8. Ich glaube, ich habe wirklich alles ausprobiert, was ihr mir als Tipps gegeben habt. Die sind bestimmt gut. Es funktioniert bestimmt für einige. Aber ich denke, die meisten davon habe ich ausprobiert und habe meinen Mausbug nicht lösen können. Enki00 schreibt, SimCraft, ja bitte. Das wäre dann wohl was für ein Special, denn SimCraft ist nicht ganz simpel zu benutzen. Glaube ich aber trotzdem für viele von euch, die gerne raiden und die sich vielleicht wundern, oh Mensch, wie könnte ich noch ein bisschen was an meinem Damage schrauben oder was kann ich verbessern oder was sind die besten Stats für mich? Glaube ich, ein
sehr, sehr gutes und interessantes Tool. Ein bisschen abschreckend, weil es, wenn man keinen Plan davon hat, wie bei so vielen Dingen, sage ich auch immer gerne, man installiert sich das oder man lädt es sich runter und es macht erstmal gar nichts. Und wenn man nicht schnell rausfindet, warum es gar nichts macht, wird man frustriert sein und wird sich denken, oh, doof. So, das soll es für heute gewesen sein. Ja, vielleicht mache ich mal als nächstes irgendwas zu SimCraft. Ja, ich glaube, das könnte ich tun. Das finde ich auch selber interessant. SimCraft und Warcraft Logs oder so zusammen, die gehen ja so ein bisschen ein. Nein, die gehen nicht einher, aber wer sich für das eine interessiert, interessiert sich auch oft fürs andere. In diesem Sinne sage ich aber schon mal Tschüss. Ich freue mich auf weitere Fragen und Kommentare. Jederzeit unter diesem Video. Ich kann sie nicht immer alle beantworten. Ich versuche es trotzdem so viel wie möglich zu tun, auch in den Videos zu tun. Wünsche euch einen schönen und guten Start in die Woche. Und sage bis bald, euer Onkel Barlow.